Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 3. Wir befinden uns weiterhin auf unserer Rachemission gegen Charles Lee, den wir jetzt höchstwahrscheinlich irgendwo finden werden demnächst. Wir werden jetzt erstmal zum Ausrufezeichen gehen, um die nächste Quest zu starten. Ja, das kennen wir doch. Da haben sie sich damals getroffen. Das ist der Ort, wo sie sich damals alle getroffen haben. Brauchst du was, Süße? Nein. Ach, Rüpel. Oh. Kann ich euch helfen? Das weißt du doch. Pardon? Oh, Mann. Ich verschwende meine Zeit nicht gerne. Hört auf! Ich rufe sonst die Wache! Ein Mucks und du stirbst. Was wollt ihr denn? Er ist im Hafen, am Long Pier vermutlich. Wir hörten, was bei der Parade geschah. Charles wurde ganz nervös. Er sagte, er verlässt das Land. Ich dachte, er übertreibt nur. Wohl nicht. Oh. Vielen Dank. Okay. Woher wusste ich, dass er die Information hat? Ich meine, klar. Das Haus, ja, das wurde mir ja so vermittelt, dass die sich hier immer getroffen haben. Allerdings einfach irgendjemand anzusprechen deswegen. Ja, ja. Naja. Gut, los zum Hafen. Wir nehmen einfach ein Pferdchen. Was ist denn los? Yay. Du, dass du Land gewinnst. Ich habe mir nur ein Pferd genommen, beruhig dich. Ich dachte, hier ist Pferd to go Wochenende. Keine Ahnung. Rent a Pferd. Ja, Rent a Pferd muss das gewesen sein. So, was ist das da? Was ist das für ein Symbol? Hallo? Und starten? Verdammt, ich kann auf das Pferd nicht mehr aufsteigen, sonst nehme ich die Quest an. Gut, ich vermute fast, dass wir jetzt hier schon fast am Ende des Spiels sind. Das ist ja unglaublich. Ich habe nie so kurz für ein Assassin's Creed gebraucht. Ja gut, diesmal habe ich auch nicht alles Mögliche drumherum gemacht. Ja, cool. Sieht auf jeden Fall gut aus, Connor. Allerdings müssen wir hier irgendwie mal losziehen. So. Zack. Das wusste ich natürlich, dass das da ist. Irgendwie habe ich das Gefühl, gleich beginnt einer der schrecklichsten Quests, die ich kenne. Ich habe da sowas im Gefühl, als wäre da irgendwas. Als wäre da, ich erinnere mich an eine Situation von einer Quest, die ich immer und immer und immer wieder machen musste. Ich weiß nur nicht, in welchem Zusammenhang. Kann gut sein, dass es da eine optionale Quest gab, die sagte, nimm keinen Schaden an irgendwas. Also ich habe da immer Schaden genommen. Weiß es nicht. Wir gehen am besten mal hier hoch. Und von hier oben können wir bestimmt gucken, wo da unser geliebter Charles Lee ist. Charles! Olihi, komm mal her. Put, 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 put. Was ganz leckeres für dich. Eine scharfe Klinge. So bist du blau. Achso. Es geht los. Es gibt keine Flucht, Charles. Es gibt keine Flucht. In Reichweite bleiben. Bei den Templer, bei was? Verdammt. Egal. Wir werden das schon irgendwie hinkriegen. Bereit machen. Ja, cool. Lauf da einfach gegen. Super. Okay, ich erinnere mich, warum ich den Scheiß immer wieder machen musste. Ja, Leute, tschüss. So, ich muss immer unter 50 Meter bleiben.
Jetzt ist zu spät, aber ich hätte oder wieder bleiben sollen. Charles, du Feigling! Oh, ich habe niemanden angerempelt. Keinen Schaden durch das Feuer nehmen. Das war's. Das war genau das Problem, Freunde. Kein Schaden an Feuer nehmen. Ja. Ich vermute mal, wir klettern hier hoch. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Okay, ich laufe richtig. Alles gut. Ha 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 ha, da ist Gold, Hedy. Wo ist denn da Feuer? Wie hätte ich das denn verhindern sollen? Ich stand genau da drunter, als es zusammengebrochen ist. Oh, ach so. Ach, okay. Ich verstehe die Angelegenheit, warum ich immer wieder neu rennen musste. Ich verstehe es langsam. Ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Verdammte Bastarde! Wie er seine eigenen Leute umrempelt. Kacknoob. Ja, ich lauf hier lang, übrigens, ne? Ein Haufen Arschlöcher. Ich hab niemanden angerempelt. Bin großartig. Und plötzlich kommt da gleich so ein Kind, das wirft sich dann vor mir oder so. Nein, du darfst es nicht schaffen! Okay, das Blöde ist, ich kenne jetzt den Weg nicht. Vielleicht kann ich mich erinnern. Ja, so. Ja, okay. Ist okay. Ist okay. Hier hätte ich rechts hoch müssen, ne? Egal. So ist das Leben, Freund. Ist nicht alles so einfach, wie man glaubt. Ich bin einfach nur falsch hingesprungen. Cool. Und jetzt? Durch oder was? Was war das denn gerade? Hilfe! Hilfe! Was, wo bin ich? Ah, das ist eine Leiter. Kletter sie rauf. Los. Was war das denn bitte? Man konnte da A nicht hochspringen und B hing ich in der Luft. Okay. Okay. Ich vermute mal, ich werde das schneiden müssen. Oh Gott. Ja, waffenbereit, komm. Ja, die 50 Meter, da scheiße ich jetzt ehrlich gesagt drauf. Ich glaube, das wird die längste Verfolgungsjagd in der Geschichte von Assassin's Creed. Ich meine, dass man den Bösewicht irgendwann mal hinterherlaufen muss, finde ich schon ein bisschen, keine Ahnung, komisch. Ich finde das ehrlich gesagt komisch. Normalerweise hat man immer so einen fetten Bossfight gehabt und plötzlich läuft man da einfach nur so einen Typen hinterher. Der anscheinend enorm viel Glück hat. Weil alles um ihn herum erstmal kaputt geht. So, so, so. Zack. So, wo geht's jetzt lang? Ach so. Okay, ich werde jetzt einfach nur drüber nachdenken, wo es mal lang geht. Okay, ich darf nicht drüber nachdenken. Ich muss einfach laufen. Scheiße. Ja, wenn das Ziel zu weit entfernt ist, ist es natürlich ein bisschen blöd. Okay, ich habe mich gerade an der Luft festgehalten. Ich spring doch! Oh Gott. Oh, ich hab's doch gerettet. Ich hab's doch gerettet. Bin sehr glücklich. Ich bin ein glücklicher Zero. Na, aus der Puste? Wir stehen auf. Du durchkreuzt einen Plan, wir schmieden neue. Du strengst dich an, aber es endet immer gleich. Die, die dich kennen, halten dich für irre. Und zwar deswegen. Auch die, die du retten wolltest, wenden sich nun von dir ab. Und doch kämpfst du. Widersetz dich.
Warum? Weil es sonst niemand tut. Ja, sind wir beide verwundet. Cool. Übrigens, das war nicht nur bei euch unsynchron, das war auch bei mir unsynchron. Das war die Synchronsprecherrolle, die er es einfach nicht anders hinkriegen konnte, wahrscheinlich. Okay, das, der Verwirrungsjagd hat sich wohl erledigt. Musste ich ja doch nicht schneiden. Hahaha. Ist ja ein bisschen unlogisch, wie ich voller Blut bin. Also auch mein Pfeil und Bogen. Ich sehe nicht mal wirklich verwundet aus. Ich sehe nur ein bisschen, weiß nicht, verwirrt aus, als hätte ich gesoffen. Ach komm, muss ich die Treppe benutzen? Wie armselig ist denn das? Wo ist denn jetzt hin, der Penner? Ich habe ihn auf jeden Fall angeschossen. Weit kann er nicht gekommen sein. Er muss ja irgendwo krankenhausmäßig irgendwo drauf sein, oder? Graue Nacht, was? Er ist landeinwärts, nahm eine Fähre, den Charles River hoch. Ich werde auch dahin müssen. Natürlich. Sagt einfach Bescheid. Wer ist das und wieso komme ich zu ihm? Viele Dinge ergeben hier auf jeden Fall keinen Sinn. Aber damals, muss ich sagen, als ich die Quest hier gespielt habe mit der Verfolgung auf Charles Lee, ist schon cool gemacht. Die ist schon echt cool gemacht worden. Also zuerst mit der Flucht und was jetzt noch passieren wird, ist es einfach cool. Lasst euch überraschen, es ist einfach cool. Dann muss ich mich jetzt nur noch erkundigen, wie es mit den DLCs aussieht, weil ich sie noch nicht gespielt habe. Und ich gucken muss, wie ich an sie rankomme. Muss ich ja damals bei Assassin's Creed 2 am Ende auch machen. Dort Mon Morph entdeckt. Okay. Ja, cool. Heute schleichen wir mal. Aber extremst. Da hinten ist noch ein Konvoi. Ja, den hole ich so auf jeden Fall ein. Wenn ich da jetzt noch Minuspunkte für bekomme, dann scheiß drauf, ganz ehrlich. So kann ich den nicht mehr einholen. Ist der jetzt hier drin? Aber woher wissen wir das? Last Drink Tavern. Dein letzter Drink. Tavern. Ich komme einfach mit dem Messer angehumpelt, ey. Das ist traurig. Versprechen eingelöst.
Kanachaschiston 6 Monate später. Warum sollten Sie das hier lassen? Die sind alle weg. Oh. Schon lange haben wir auf deine Rückkehr gewartet. Du hast getan, was du solltest. Du hattest Erfolg. Nein, ich habe versagt. Mein Volk ist fort. Von denen verjagt, von denen ich mir Schutz versprach. Es ist ein Tausch. Eine Art Opfer. Und nicht umsonst. Denn du fandest es. Das? Nun musst du es verstecken, wo niemand danach suchen wird. Und dann bei Zeiten, was einst war, wird wieder sein. Das verstehe ich nicht. Brauchst du nicht. Tu nur, was wir sagen. Danach mach, was du willst. Was wir sagen? Was ist mit meinem Volk? Du hast diesen Ort gerettet. Das war deines Volkes Aufgabe. Das ist das Wichtigste. Es ist nicht genug. Es wird nie genug sein. Du strebst nach etwas, das nicht existiert. Und doch hast du etwas bewirkt. Und das wirst du wieder tun. Denk daran, du musst das Amulett verstecken, wo niemand es findet. Okay. Ah. Ehensplitter hat sich aufgelöst. War es ein Ehensplitter? Oder war es nur ein Brief? Ich glaube, das war nur ein Brief. Cool. Und somit nähern wir uns langsam dem Ende der Hauptgeschichte. Natürlich gibt es in Assassin's Creed noch viel mehr zu tun. Falls ihr dieses Spiel besitzt, Nebenquests sind auch ziemlich genial. Versprochen. Macht sie. Ich mach sie auf jeden Fall. Aber nicht mit euch. Mein eigenes Grab. Ich verstecke es an meinem eigenen Grab. Ich habe sogar das Datum, wann ich sterbe, aufgeschrieben. Bin ich so gut wie tot? Das ist aber kein gutes Versteck. Wenn ich ein Templer wäre und wüsste, dass Connor das Amulett hat, was würde ich als allererstes tun?
in sein Grab schauen. Wo ist denn das gutes Versteck, das niemand findet? Ist das denn ernst, Connor? Okay. Aber offensichtlich wurde es ja nicht gefunden. Das heißt, die Templer sind nicht nur schlecht. Ich weiß, wo der Schlüssel ist. Im Kämpfen, sondern ja, auch dumm. Dann los! Achilles. Der alte Mann. Daneben. Banner. Das war's wohl. Wir sind direkt hinter dir. Hey, heute ein bisschen länger, Freunde. Heute werden wir das Geheimnis entschlüsseln, was sich hinter diesem Tor befindet. Und morgen gehen wir über zu den DLCs, die es noch gibt. Und ich habe so das Gefühl, dass die Devonport Quest auch eine DLC war. Man quasi einfach nur sehen kann, wie er gestorben ist und alles. Ist gut möglich. Wir werden sehen. Aber gehen wir erstmal. Vor allem war ich gerade genau hinter denen und nicht die hinter mir. Stunde der Wahrheit. So, und was gibt's jetzt hier so Besonderes? Außer dass da hinten eine verdammt große Höhle noch weitergeht? Hä? Ja. Komm. Hier. Endlich. Jetzt kennst du die Geschichte. Wie wir es versuchten. Wie wir scheiterten, wie unsere Hoffnung erlosch. Außer einer. Deine Hand. Ein Funke. Ein Funke, die Welt zu retten. Warte! Berühre das Podest nicht. Mina. Du? Aber wie? Du gingst und hast das Gerät zerstört. Glaubst du denn, es gab nur das eine? Was bitte geht denn hier vor? Du darfst sie nicht befreien. Befreien? Juno lebt in diesen Mauern und wartet auf ihre Freilassung. Ich werde es erklären. Während wir die Welt retten wollten, wollte sie sie stattdessen erobern. Sie nutzte unsere Maschinen für ihre eigenen Pläne. Weissagung durch Zahlen. Die Existenz folgt einem Muster. Die Berechnungen zu verstehen, als die Zeit zu zählen. Das war mein Ziel. Ich baute das Auge, um uns zu helfen. Doch sie nutzte es für ihre eigenen Zwecke. Als wir den Verrat bemerkten, haben wir es beendet. Und dann gingen wir. Doch zuerst riefen wir dich, damit du es erneut versuchst. Wir dachten, ohne sie sei es sicher. Nun sehe ich, wir wurden getäuscht. Sie überlebte. Sie verharrte. Und sie begann zu arbeiten. Jahrhunderte liefen Tinia und ich durch die Welt, um den Funken der Zivilisation wieder zu entfachen. Wir teilten unser Wissen so gut es ging. Wir waren nicht die Einzigen. Und trotz all der Macht, die wir besaßen, würde der Tod uns holen. Doch bevor er das tat, wollte ich einen letzten Blick erhaschen, ob wir Erfolg hatten. Und so bist du jetzt hier? Ich hoffte, ihr findet diesen Ort und vollendet unser Werk. Doch es ist zu spät.
Ihr und die Templer habt über unsere Überreste gestritten. Ihr habt Jahrhunderte vergeudet. Und so habt ihr eure Chance vertan. Du kannst das Ende nun nicht mehr aufhalten, Desmond. Du kannst es nur... Sie lügt! Berühre nur das Podest und die Welt wird gerettet. Besser die Welt verbrennt, als die da zu entfesseln. Ist das wirklich so? Dann zeig es ihm. Aber er wird nicht verstehen. Es ist kompliziert. Es ist... Zeig's mir. Die Grundlage zu legen, damit eine solche Tragödie nie mehr geschieht. Du wirst ein Symbol für die, die überlebten. Hoffnung, Wissen, Entschlossenheit. Du inspirierst sie zum Wiederaufbau, zu einem Neuanfang. Und mit der Welt wird auch die Menschheit genesen. Doch du bist nur ein Mensch, schwach und sterblich. Du verlässt diese Welt und bleibst nur eine Erinnerung. Ein Nachlass. Erst gedenkt man deiner als Held, dann als Legende und mit der Zeit als Gott. Das ist das grausamste Schicksal, Worte in guter Absicht zu schreiben und zu sehen, wie sie verfälscht werden. Was das Leben ermutigen sollte, wird zum Vorwand, es zu beenden. Und so siehst du jetzt, das, was war, wird wieder sein. So sag mir, ist das nun besser? Okay. Sie würde dich opfern. Sie würde die Welt opfern. Und einfach nur, weil sie mir die Genugtuung nicht gönnen will. Sie wird deine Rasse versklaven, Desmond. Kämpft ihr denn nicht deswegen? Seid ihr nicht deshalb hierher gekommen? Um die Zukunft eurer Rasse zu sichern und ihre Freiheit. Welche Zukunft? Welche Freiheit? Milliarden sterben und der Zyklus beginnt von vorn? Die Welt kennt nichts weiter als Schmerz und Horror, seit wir sie verließen. Unser Geschenk an sie. Und du willst es wieder haben. Genug! Du darfst das nicht tun. Was immer Juno plant, wie schlimm es heute auch scheinen mag, wir werden sie aufhalten. Doch die Alternative, das, was du willst, hat keine Hoffnung. Befreist du sie, wirst du vernichtet. Es wird sehr, sehr schnell gehen. Und ohne Schmerz. Tu es nicht! Es ist getan. Die Entscheidung steht. Dann musst du mit den Konsequenzen dieses Fehlers leben und sterben. Verschwindet! Ihr alle, jetzt! Geht so weit weg, wie ihr nur könnt. Komm mit uns! Wir finden einen Weg! Keine Zeit! Sohn. Du weißt, dass es stimmt. Es hat begonnen. Ich muss das tun. Also geht! Geht! Und deswegen bin ich so interessiert, was noch passieren wird in den anderen Teilen, weil... Desmond stirbt. Eine Art global auftretendes Nordlicht. So etwas noch nie zuvor gesehen. Augenzeugen beschreiben elektrische Stürme und plötzliche außergewöhnliche Wetterphänomene. Die Bevölkerung auf, ihre Wohnungen nicht zu verlassen. Und auch Geologen berichten von seismischen Aktivitäten im pazifischen Feuerring. Der Nordosten Kanadas erlebt zurzeit die schlimmsten Wetterkapriken. Beginn der Aufzeichnungen. Satelliten und Transformatoren fallen aus, während der Sonnensturm immer stärker wird. Weltweit wird von Stromausfällen berichtet. Scheint zurückzugehen. Leichte seismische und vulkanische Aktivität wird berichtet.
aber nicht mehr in der vorherigen Stärke. Natürlich wird es mehrere Tage dauern, bis Experten die tatsächlichen Schäden des heutigen Ereignisses festgestellt haben. Aber das Schlimmste scheint vorüber zu sein. Wir halten Sie über die Entwicklung der Geschichte auf dem Laufenden. Vollbracht. Die Welt ist gerettet. Du hast deine Rolle gut gespielt. Aber nun ist es an der Zeit, dass ich die meine spiele. Und damit haben wir Juno befreit. Huch, was da auf uns zukommen wird, das werden wir auf jeden Fall noch erleben. Morgen geht das los mit den DLCs. Ich freue mich drauf, weil ich sie noch gar nicht gespielt habe. Und dann werden wir nach den DLCs werden wir ein Zwischenprojekt einnehmen. Beziehungsweise wir werden ein Projekt Pause nehmen. Um dann in Assassin's Creed, ich glaube, Black Flag einzutreten. Vielleicht kommt noch ein anderes Assassin's Creed dazwischen. Es gab ja doch diese komischen Zwischen-Assassin's Creeds da, keine Ahnung. Und da werde ich mich ein bisschen erkundigen. Eventuell schreibt mir einfach in die Kommentare, was für ein Assassin's Creed als nächstes kommen soll. Und ich werde das spielen! Haut rein, euer Zero. Bis morgen. Tschüss!